Da hast du meinen Pantegi-Kette-Check. Yes, Paul, he say we are blind men. Ja, ja. Natürlich. Ich sag, du musst runter. Und der Mann hat irgendwann das gesagt. Damit komme ich nicht mehr weg. Oh, da blind. Ich hab die Uhr. Ah, super. And he lost the... Yes. Oh, ja, Pamba. And we are... Yes. We don't see it. Ich geh mal ein paar Bieren holen. Bier? Ja, Bier? Wir? Ja, ja, wir? Da habe ich überhaupt kein Problem. Wir? Frank? Das ist natürlich der Nachbau ganz schwierig. Ja, es geht schon, müssen wir alles Modell machen. Wollte gerade sagen, ja. Das ist der Burner. Der Burner. Ja, was? 15 haben die gekostet. Ja. Ja, genau. Natürlich, also wenn ich sage 19 Uhr, dann fangen wir 19 Uhr an. Ich habe auch einen langen Tag gehabt und würde auch zum Bio übergehen wollen. Für das nächste Mal 19 Uhr. Damit ist jetzt Schluss. Fertig. Wer nicht essen möchte, kann danach gerne rübergehen. Aber wie gesagt, ich dehne das auch nicht aus. Ich will aber doch noch ein paar Worte sagen, so wie ich da veranstalte. Hat uns gefreut, dass ihr alle, die angereist sind, wieder den Weg nach Rotenburg gefunden habt. Wirklich einmalig. So was habe ich auch in Jürlitz nicht erlebt und hier auf dem Flugplatz auch nicht. Und das ist wirklich klasse. Also vielen Dank dafür. Wir haben zwei auf die Boden, die wir deswegen von Ding, als ihre Modelle in die Luft gebracht haben. Mehr dazu später. Es sind keinerlei Personenschäden eingetreten, Sachschäden nur im geringen Ausmaß. Die meisten an den eigenen Modellen. Zwei Solarpaneele mussten wir dann dran sein. Ja. Hat sich Gummistiefel angezogen, schön egal, raus, Puls durchflogen und das war auf jeden Fall echt super! Aber das läuft so langsam. Langsam. Peter, du musst erst eine Grundabfüllung haben. Wir müssen langsam die Lampen abbauen. Da wird eigentlich von meiner Seite gewesen sein. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend, einen schönen Ausklang, wie die angeweist sind. Das sind ja im Prinzip außer uns drei ja fast alle. Ich wünsche einen guten Heimweg, dass ihr gut nach Hause kommt. Die Gästebilder bitte über Schlüssel und Briefkasten schmeißen. Super, das Gleiche. Ich hoffe, dass wir uns nächstes Jahr genauso in dem Kreis und uns auch wiedersehen. Zur Zukunft des Flugplatzes noch kurz zwei Worte. Ich habe heute die Strecke von der Hochanlage Zaun geführt. Unabhängig, denke ich mal, ob die Entscheidung wird, ob der Zweckverband sich aus der Betreibung des Flugplatzes rausziehen wird, wird möglicherweise die Fläche noch nicht so vermarktet sein nächstes Jahr,
dass die Veranstaltung nicht durchführbar ist. Ich bin da eigentlich recht zuversichtlich, dass wir auch im nächsten Jahr zumindest das 15. Kulturtreffen hier in Rotenburg durchführen. Es gab Diskussionen, wie die Veranstaltung entwickelt werden soll. Da gibt es jetzt so zwei Sachen, die ich mal kurz darstellen will. Das kann ja diskutiert werden und vielleicht können die Reaktionen über den Hubert und den Frank dann unterschiedlich.